Aber ich will ja nicht über den lästern, ich meine. Weiß ja nicht, wie oft er sowas spielt, aber wenn er Level 35 ist, frage ich mich, wie er das geschafft hat, ohne überhaupt eine Ahnung wirklich von dem Game zu haben. Gut, es ist nicht unbedingt schwer, muss nur eine Weile lang spielen. Vielleicht ein bisschen Glück haben, von wegen mit den Items, Geld und so, aber sonst ist es nicht unbedingt so die Überhärte. Aber ich komme ja ganz gut voran selber, weil ich habe jetzt am Anfang, also ich habe mit Aisha angefangen, für die, die Elsword kennen, diese kleine niedliche Magierin. Und bin jetzt Level 30 fast wieder. Also ich habe bereits eine Level 39erin, die auch schon ihre letzte Klassenstufe hat. Das Problem ist, ich habe mal im Nachhinein ein bisschen an einem so Skillbaum recherchiert, um so eine gute Skillung zu finden. Dachte mir so, scheiße. Habe wirklich brutalen Mist gebaut. Also die Punkte relativ dermaßen käsig verteilt. Und jetzt habe ich das nochmal eine neue angefangen. Die ist ja auch bald wieder soweit. Bei der hoffen wir, dass ich die Skills A besser hinbekomme. Und mit der werde ich dann auch richtig aktiv wieder spielen. Und dann muss ich, by the way, ja noch warten, weil ein neuer Charakter oder bis zu drei neue Charaktere ja noch eingeführt werden. Raven, Eve und Chung. Wobei Chung wohl der letzte ist, der überhaupt erscheint. In der koreanischen Version soll er angeblich bald rauskommen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er sogar schon. Ich habe es nur verpasst. Weiß ich nicht. Aber ich freue mich erstmal drauf, wenn Eve rauskommt. Weil ich die unbedingt mal spielen will. Was ich halt nur ein bisschen doof finde, ist, dass die die Übersetzungen so fehlerhaft machen. Weil in der deutschen Variante zum Beispiel, ich hatte so gesehen Void Princess und dachte halt, dass man, wenn man Seelenprinzessin werden will, die Hochmagierin sein muss. Dabei haben sie lediglich das verdreht. Das heißt, die Elementarmeisterin war die ganz andere Klasse. Also sie haben, dadurch, dass sie das, was mache ich denn da? Dadurch, dass die das verdreht haben, also dass sie quasi die beiden Bilder von den jeweiligen Charakteren gezeigt haben, aber die falsche Klassenbeschreibung drunter getan haben, ging ich der Annahme, dass die Elementarmeisterin die Seelenprinzessin sei und die Seelenprinzessin die Elementarmeisterin. Ich dachte mir so, toll, jetzt kann ich die gar nicht spielen. Obwohl ich die Seelenprinzessin unbedingt haben wollte. Nachhinein denke ich mir so, okay, big fail. Ist genauso wie bei Eve, die hat die Klassen Nasot, also ist Nasot-Magierin und kann später zu Nasot Empress, also Nasot-Kaiserin oder Nasot-Nemesis, Nasot-Rächerin werden. Was ich lustig finde, in der deutschen Übersetzung heißt ihre erste Stufe, ich weiß nicht, in welche Richtung die geht, ich würde eher schon sagen Nasot-Nemesis, heißt Nasot-Rächerin. Und in der englischen Variante steht da, dass die letzte Klasse Nasot Nemesis ist und Nemesis ist übersetzt für Rache. Also dachte ich mir schon so, Moment mal. Der erste Klassenwechsel heißt Nasot Rächerin. Und der zweite Klassenwechsel heißt auch Nasot Rächerin? What? Da kann irgendwas nicht stimmen. Also in der deutschen Übersetzung heißen die Klassen Nasot Hoffnung, die erste, was ich schätze, was ich mal irgendwie auch für Nasot Kaiserin einsetzen könnte, aber ich bin mir nicht sicher. Oh, ich habe mich total verlaufen. Wo mag ich nur sein? Ich habe mich verirrt. Ich habe Hunger. Ich habe echte Probleme. Nanu, kann es sein? Kommst du etwa, um mich zu retten? Bin ich froh, dich zu sehen. Schwing, 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 schwing. Die drei gelben Punkte. Vielen, vielen Dank, dass du mich aus großer Gefahr gerettet. Kein Problem, Frau Beagle. Aber warum bist du halt weggelaufen? In deinem Brief stand etwas von nicht erwachsen werden wollen, aber das ist. Oh? Warte mal, Farbbeagle. Farbenadler? What? Sieh nur, da ist er. Ja, ich sehe ihn. Wir müssen ihn zurückholen. Schnell. Noch mehr Farbbeagle? Sie sind zu zweit. Hey, Farbbeagle, was wollen die? Das sind meine Freunde. Komm jetzt, auf dich erwartet das Erwachsenenritual. Wehr dich doch nicht so, du musst dir nur den Tatzenpatzer verpassen lassen. Nein. Nein, 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 nein. Das wäre so ein perfekter Audio-Spam gewesen, aber ich verpasse es halt immer. Das wäre ideal gewesen. Ich glaube, ich muss mal bei Weehawk in die Schule gehen. Wie mache ich einen korrekten Audio-Spam? Episode 1. Will ich diesen Tatzenpatzer auf den Rücken bekommen? Da werde ich lieber nie erwachsen werden. Wovon redet ihr? Ist das ein Ritual? Das ist eine alte Tradition bei uns, Farbigel. Ab einem bestimmten Alter wird jeder von uns mit einem Tatzenpatzer auf dem Rücken gekennzeichnet, um zu zeigen, dass man erwachsen ist. Mit der Vorderpfote drückt man ganz fest auf den Rücken.
Ich ertrage eine derartige Geschmacklosigkeit nicht. Ich träume davon, große Kunst zu schaffen. Ich habe also gewisse Prinzipien, was Mode und Design betrifft. Ich weiß. Es ist beschlossen. Ich trete dem Team von Rio bei. Ich nehme ab den Rettungsaktion teil. Also kehre ich nicht zurück zum Rudel. Ich verwirkliche mich auf andere Weise. Willst du das wirklich? Dann bleibt uns nichts übrig, als unseren Ältesten von deiner Entscheidung zu unterrichten. Wir wünschen dir viel Glück bei deiner Karriere als Retter. Oh wow, eine überzeugende Art, einen Job zu kriegen. Für mich ist das in Ordnung. Du gehörst nun zum Team. Wir erwarten, dass du dein Bestes gibst, Farbige. Ja, sicher, ich danke euch. Also, eins kann ich besonders gut. Zeichnen und malen. Ich kann zum Beispiel einen Augenblick. Ah, wie wär's damit? Betrachte bitte das Design dieser Flagge dort. Ich könnte beispielsweise das Design dieser Flagge umgestalten. Wenn du das Flaggendesign ändern möchtest, sag mir Bescheid. Fabi gehört zum Retterteam. Aber dafür kommt keiner. Ich werde meinen eigenen Platz in der Himmelblauebene finden. Und bis dahin... Diese Mission könnt ihr nur annehmen, wenn ihr die Himmelblauebene habt, die ihr wiederum mit einem Wunderbrief freischalten könnt, was ich ja ganz zu Beginn des Spiels getan habe. Weil ich ja die Himmelblauebene auch brauche, um später dann wieder in den Freudenturm zu gehen. Klingt irgendwie ziemlich sexuell ansprechend, aber naja, Freudenturm. In der englischen Variante heißt der Joyous Tower, auch nicht viel besser. Naja. Was sich Game Freak dabei gedacht hat, will ich gar nicht wissen. Wir haben wohl halt Drogen, als sie das Spiel erfunden haben, aber naja, warum nicht? So, jetzt haben wir, glaube ich, alles erledigt und könnten uns der Magma-Höhle zuwenden. Wir werden sie wahrscheinlich nicht schaffen. Wahrscheinlich, wir werden sie garantiert nicht schaffen an dem Anlauf. Der Folge, dem Moment. Einen nehme ich mal vorsichtshalber mit. Wie ihr seht, gehe ich eigentlich immer ganz gänzlich ohne Items in Dungeons. Das ist einfach nur eine Angewohnheit, weil ich jetzt hasse, in Dungeons zu sterben und dabei meine Sachen zu verlieren. Drum nehme ich nur in Dungeons, in denen es wirklich notwendig ist, Sachen mit. Ansonsten lagere ich immer alles. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt eigentlich mal die Magma-Höhle an. Wir wollen hier weiterkommen. Also dann, Horido, auf geht's! Oh, dies war ganz schön weit weg. Wow. Hier muss es sein. Groudon muss sich in dieser unterirdischen Höhle befinden. Oh, sieh dir nur den Lavastrom an. Ich vermute, im Dungeon wird es brutal heiß sein. In diesem Moment sollten sich bereits andere Retterteams drin befinden. Gehen wir hinein und geben wir immer unser Bestes. Wer hat dich denn zum Teamführer gemacht, Nagi? Ich bin der Retterteamführer von Emberspa. Was ich irgendwie ziemlich lustig finde, weil Nagi hat ja die Idee gehabt, das Retterteam zu gründen. Aber trotzdem werde ich als Leiter des Retterteams quasi eingestellt. Dachte mir auch so ein bisschen, hö? Oh, das ist gar kein guter Anfang. Jetzt habe ich Glück, dass ich wegen Ausweicher so selten getroffen werde, aber wenn Rutenschlag zu oft trifft, dann ja, ist mein Abwehr ein Keller und man kann mich bald von der Wand abkratzen, weil ich um einiges mehr Schaden einstecken muss. Was in dem Dungeon hier nicht gerade wirklich gesund ist. Huch, ich wollte das Menü auch gar nicht aufmachen. Und die Magma-Höhle ist auch ein relativ großer Dungeon. Ich glaube, der längste bisher. Und da kommt es auch gerne mal drin vor, dass man sich in diesen... Oh, jetzt treffe ich wieder nichts. In den langen Gängen verirrt. Das Dumme ist, meine Elektroattacken richten ja so gut wie keinen Schaden an. Weil die alle so... Oh, leck mich fett. Zweimal Nidoking. Oh, es bringt aber gut IP ein. Ich muss auch ein bisschen sparsam mit meinen AP umgehen, weil... bis ich mal zu einem Zwischenraum komme, dauert das eine ganze Weile. Und ich habe an sich keine Lust, den Dungeon hier ein ums andere Mal zu probieren, einfach weil ich es nicht schaffe und abkratze. Wobei ich jetzt schon wirklich ordentlich trainiert habe, weswegen ich hier überhaupt gut zurechtkomme. Bin ich hier mit Level 20 oder 23? Ja, 23 wird schon relativ hoch sein. Wenn ich mit 20 drinne bin, hätte ich ziemlich Probleme, weil die Pokémon hier keine Nachsicht zeigen. Wobei ich am schlimmsten eigentlich dann später so Viecher wie Georock, glaube ich, oder Geowatz. Ich weiß nicht, welches von den beiden, die wohl explodieren können, die finde ich tierisch nervig. Weil die halbieren mit jeder Explosion die HP und das ist sehr schmerzhaft. Alter, schaut euch mal die Karte. Ihr könnt ja die Karte gut erkennen, denke ich. Ich stelle die immer auf klar ein, damit ich das da nebenbei ansehen kann. Und nicht mal umschalten muss, aber. Holy shit, die Karte ist viel zu groß. Der Dungeon ist an sich ja riesig, aber
Dass die Ebenen halt auch so groß gemacht werden, finde ich ein bisschen nervig. So, ich lasse es einfach mal, wenn ich es richtig mache, das Sandern, Sandern sein und bin irgendwie einen Schritt zu weit gegangen. Das gefiel mir nicht. Ich will da gern weiter. Lässt du mal meinen Nagi in Ruhe? Schlimm, schlimm, schlimm. Immer wollen sie Prügel. Die Eisendornen werde ich aber dennoch mitnehmen, weil Eisendornen sind hier doch einigermaßen nützlich. Weil ich damit auf Distanz Gegner ausschalten kann, mir so ein paar AP spare für Attacken. Und die Eisendornen machen eigentlich auch ganz guten durchschnittlichen Schaden. Immer so in Höhe, glaube ich, des immer in Höhe des Levels des Trägers. Ah, noch ein Schwarzgummi. Schön, Schwarzgummis kann man immer gebrauchen. Und auch andere. So, probieren wir einen Eisendorn aus. Bums, 48, nur. Ganz anständig. Warum, Nagi, warum sitzt du eigentlich dabei und tust gar nichts? Du guckst so, wie ich hier gepaunt werde. Nagi ist kein Verlass, wenn es drauf ankommt. Nein, das war jetzt ganz böse auf. Nagi ist eigentlich immer Verlass. Nagi ist ein guter Kerl. Also ich rede jetzt von Roffel Nagi 15. Die, die ihn von YouTube kennen, das ist ein wirklich netter Kerl. War ja auch schon vor einiger Zeit mal zu Besuch, wo sie mich tierisch drüber gefreut hat, weil der Junge wohnt ziemlich weit weg von mir. Also das war schätzungsweise eine halbe Weltreise, bis er bei mir vor der Tür stand. Aber ich habe mich schon tierisch gefreut. Ich meine, wann hat man schon mal die Gelegenheit, jemanden zu treffen, der so weit weg wohnt und mit dem man eigentlich auch noch relativ dick ist? Ach. Mit ihm hatte ich ja auch, glaube ich, ein, hatten wir eigentlich vorgehabt, zwei Let's Plays aufzunehmen. Wir sind immer nur zu Sunset Riders gekommen. Aber wir hatten noch ein anderes auf Lager, das war Super Bomberman. Ich habe es ja schon oft gespielt, einmal ich selbst, dann mit Natsu. Und ich wollte es noch mit Nagi spielen, einfach weil es ein tolles Game ist. Was halt schade ist, wir sind nur dazu gekommen, eine Folge zu machen, weil er ja nur für ein paar Stunden blieb. Und dann musste er halt wieder nach Hause, was halt auch wieder eine halbe Weltreise war. Und deswegen haben wir halt nur eine halbfertige, nicht mal halbfertiges Let's Play, was halt ein bisschen schade ist, aber kann man halt leider nicht ändern. Vielleicht besucht er mich irgendwann mal nochmal, wenn er selbst ein Auto hat und ein gutes Navi. Und dann werden wir das auf jeden Fall, denke ich, zu Ende bringen. Und wenn nicht, es gibt ja Netplay-Emulatoren, da lässt sich das sicher auch irgendwie machen. Irgendwie labere ich gerade zu wenig über das Spiel, aber es gibt nichts Interessantes zu erzählen, außer Höhle, Wände, warm. Muss ein bisschen mit dem AP wieder sparen. Ich verbrauche zu viel. Yeah, awesome. Level 30. Ah, apropos Level, da fällt mir gerade was ein. Bei Mystery Dungeon, also beim normalen Pokémon ist es ja so, dass ein Pokémon bis Level 100, je nachdem auf welche Entwicklungsstufe es damit anfängt, bis Level 100 zu gehen, unterschiedlich hohe Statuswerte hat. Bei Mystery Dungeon kann aber jedes Pokémon, sogar ein Raupi, genauso stark sein, aber das heißt genauso ähnlich stark sein wie ein Glurak. Einfach, weil man die Statuswerte hier bis maximal 255 erhöhen kann, mit Protein und so einem Stoff. Und zwar bei jedem Pokémon. Danach geht es eigentlich nur noch um den Typvorteil und die elementare Stärke einer Attacke. Zum Beispiel, Schlitzer macht deutlich mehr Schaden wie Tackle, von daher würde ein Glurak beim Raupi überlegen sein, aber von der Verteidigung der Stärke her würden sie in etwa die gleiche Kraft haben. Ich meine, ich kann sogar mit meinem, in meiner Originalversion von Mystery Dungeon, kann ich sogar mit meinem Pikachu Suicune One-Hitten. Ich muss es nur anschubsen und es nimmt 500 Schaden. Nicht 500, Dings, wie heißt Dings, nicht, was soll ich denn jetzt sagen, meine Güte, 700. Was ich ziemlich krass finde, weil es hat einen hohen Abwehrwert, dass mein Pikachu halt 700 Schaden macht. Das ist ein bisschen schmerzhaft. Oh, 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 das hat wehgetan. Das war jetzt überhaupt nicht nett. Oh, oh. God damn you. Seht ihr, darum habe ich den Belebersamen mitgenommen. Ich habe genau gewusst, dass sowas vorkommen würde. Wäre es das vorläufige Ende unserer Reise gewesen, aber da kleine Rio gar nicht so dumm war, haben wir das hier ganz gut überstanden. So, ich würde aber sagen, wir machen hier mal einen Schnitt, denn wir haben die 15 Minuten voll und dann sehen wir uns später wieder hier.
Bis dann.